Thomas, der Reimer, eine schottische Legende. Unter all den jungen Kämpen im Schottland des 13. Jahrhunderts gab es keinen gewinnenderen, keinen liebenswürdigeren als Thomas Lerman, Herr des Schlosses von Urdston in Berwickshire. Thomas war Poet, Thomas war Prophet. Man nannte ihn Thomas the True, den Wahren, den Wahrhaften. Wie es dazu kam? Es war an einem dieser Mai-Tage. Da saß Thomas unter einem Baum am Fuße des Berges im Island Tree und er roch den süßen Duft der Blumen und er spürte die Mai-Brise auf seiner Haut. Und man muss es sagen, wenn Thomas so da saß, die Blumen roch und die Mai-Brise auf seiner Haut spürte, dann hatte er es sich längst verdient. Er war kein Stundendieb, er war kein Schwerenöter, er war eins mit der Natur. Ein liebenswerter, ein hilfsbereiter, ein offener und gutmütiger Mensch. Thomas saß so da, roch den Duft der Blumen, genoss die mildfrische Brise, und da hörte er ein Geräusch von sanftem Hufgetrappel auf weichem Waldboden. Und dann gesellte sich noch ein Geräusch hinzu. Glöckchen? Silberhelle Glöckchen? Und was sich ihm dann darbot, das war eine Vision. Da kam ein schneeweißes, rankes, reich geschmücktes Pferd auf ihn zu. Es kam in leichter, eleganter Gangart dahergetrabt und in seiner weißen Mähne waren diese silberhellen Glöckchen eingeflochten. Aber weit schöner als das Pferd war die Frau, die auf ihm saß. Sie war die Vision. Thomas konnte den Blick nicht von ihr lassen. Sie trug ein Seidenkleid von Smaragdgrün. Und auf ihren Schultern war ein Samtumhang, ebenfalls in Smaragdgrün. Und sie hatte eine breite Schärpe um den Hals und daran hing ein goldenes Jagdhorn. Und ihre Haare flossen in Kaskaden mit Sonnenglanz herab. Thomas blickte sie an, er konnte gar nicht aufstehen. Er wendete sich vom Sitzen auf die Knie, er blickte zu Boden, er blickte wieder hinauf, er schaute sie unweigerlich an, er schaute sie an und man hörte ihn sagen: O Königin des Himmels. Und da sagte die Dame: Ich bin nicht die Königin des Himmels. Ich bin wohl eine Königin, aber nicht die des Himmels. Ich bin die Feenkönigin. Thomas blickte sie unverwandt an. Welche Königin auch immer sie war. Diese Augen. Dieser Mund, diese Lippen. Und die Dame sagte: Ich weiß, was Sie wünschen, Thomas. Sie können mich küssen, aber es kommt zu einem Preis. Ich zahle jeden Preis, hörte man Thomas tonlos sagen. Und die Dame sagte: Wenn ihr mich wahrhaft küssen wollt, dann seid ihr in meiner Macht. 7 Jahre müsst ihr dann mein Knecht sein und mit mir kommen. Wollt ihr das, Thomas? Was sind schon 7 Jahre? Sagte Thomas überschwänglich. 7 Jahre, diesen Preis zahle ich gern, um diese Lippen zu küssen. Und die Dame stieg vom Pferd. Und sie beugte sich zu ihm und ihre Lippen trafen sich. Dieser Kuss. Hernach stieg sie auf und ohne Zögern setzte Thomas sich ebenfalls auf das Pferd. Und jetzt ritten sie gemeinsam ins Feenreich. Das war ein langer Weg. Es schien, als würden sie in den Boden hineinreiten. Und irgendwann erreichten sie einen Fluss und das Pferd watete durch eine Furt. Und sie ritten weiter. Kamen an anderen Flüssen vorüber, Flüsse von Wasser, Flüsse von Blut.
und sie ritten einen langen Weg. Und endlich kamen sie zu einem Garten. Und da hielten sie an und machten Rast. Thomas war hungrig und wollte nach den Früchten greifen, die da reif und schwer an den Ästen hingen. Aber da rief sie ihn schroff zurück. Nein! Diese Früchte tragen die Plagen der Hölle. Und sie holte Brot und Wein aus der Satteltasche und sie aßen und tranken. Und dann bat sie Thomas, er solle seinen Kopf in ihren Schoß legen. Sie wolle ihm etwas zeigen, was sonst keinem menschlichen Auge zu sehen wäre. Und Thomas legte seinen Kopf in ihren Schoß, schloss die Augen und dann hatte er Traumbilder. Da waren drei Wege. Der eine Weg war breit, eben. Blumen waren da an den Seiten und Wiesen, weit ausladende Wiesen. Der andere Weg, der war steinig, steil, beschwerlich und unwirtlich, Dornen überall, Widerhaken quer über dem Weg. Und der dritte Weg, ein sanfter Weg war das, er schlängelte sich über Hügel und an den Seiten wuchsen Farne und Moose und hohe Bäume, die spendeten kühlen Schatten. Und dann trat sie in das Traumbild und stand jetzt vor den Wegen. Und sie zeigte auf den breiten Weg und sagte, dieser Weg, Thomas, breit, eben, blumig, verlockend, nicht wahr? Er führt direkt in die Hölle. Dieser Weg, steinig, schwer, Dornengestrüpp und Widerhaken überall. Er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er führt in den Himmel. Dieser Weg, Thomas, dieser ist unserer. Dieser Weg über die Hügel führt ins Feenreich. Und noch im Traum gab sie ihm einen Apfel, einen roten Apfel, und sagte, iss diesen Apfel, Thomas. Er ist das Geschenk der Wahrheit. Nie soll eine Lüge deine Lippen passieren. Und noch im Traum aß Thomas vom Apfel. Und dann öffnete er die Augen und hob seinen Kopf wieder aus ihrem Schoß. Sie setzten sich wieder auf das Pferd und ritten weiter. Und endlich kamen sie an im Feenreich. Thomas konnte das Schloss sehen und die Tore. Und sie nahm das Jagdhorn und blies hinein, als Zeichen ihrer Ankunft. Und dann wandte sie sich noch einmal an Thomas und sagte, Sie sind jetzt mein Knecht, 7 Jahre lang. Sie dürfen von niemandem Speise annehmen, außer von mir. Und Sie dürfen mit niemandem reden, außer mit mir. Tun Sie es doch, können Sie nie wieder zurück in Ihr Leben, nie wieder zurück in Ihre Welt. Die Tore gingen auf. Und Leute aus dem Feenvolk strömten heraus, um ihre Königin zu begrüßen. Und sie ritten hinein und dort in der großen Halle, da war eine Festtafel gerichtet. Und der König, ihr Mann, begrüßte sie aufs Herzlichste. An der Stirn dieser Festtafel, so eine Festtafel habt ihr noch nicht gesehen, glaubt mir, niemals habt ihr jemals so eine Festtafel gesehen. Niemals. An der Stirn dieser Festtafel, da standen 2 große Throne für den König und die Königin. Und auf einen Wink, auf einen Fingerzeig des Königs hin, erscholl die Musik, begann das Schlemmen und das Tanzen, alles zugleich. Thomas stand abseits, im Schatten
bei einem Mauervorsprung und lehnte dort an der Wand und sah dem Treiben zu. Er sah Gaukler an sich vorüberziehen, Gaukler und Tänzer. Er sah Jäger das Rotwild bringen und in die Küche tragen. Er sah Mädchen mit goldenen Platten an ihm vorüberziehen. Darauf lag Obst und alles wurde auf die Festtafel gebracht. Alles war für alle. Das Feenvolk feierte ausgelassen miteinander. 3 Tage ging das. 3 volle Tage. Schlemmen, tanzen, tanzen, schlemmen, feiern, tanzen, schlemmen. 3 volle Tage. Dann erhob sich die Königin von ihrem Thron und kam auf Thomas zu. Und sie sagte: Es ist Zeit, Thomas. Sie müssen gehen. Was? Es sind doch erst 3 Tage. Nicht 7 Jahre, wie ihr gesagt habt. 3 Tage doch erst. 7 Jahre eurer Zeit. Die Zeit im Feenland vergeht schnell, Thomas. Ihr müsst gehen. Alle 7 Jahre unserer Zeit kommt ein Abgesandter des Herrn der Finsternis und er holt einen von uns. Er hat die Macht, das zu tun, alle 7 Jahre. Alle 7 Jahre wird einer geholt, dessen Schicksal sich in der Hölle vollenden wird. Einen so guten Menschen wie dich werden sie mitnehmen, Thomas. Sie nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm zum Pferd. Und sie saßen auf und in Windeseile waren sie mit dem weißen Pferd wieder am Fuße des Berges, unter einem Baum, im Alden Tree. Und Thomas bat sie inständig: Lady, bitte gebt mir etwas, etwas, dass ich weiß, dass ich bei euch war, dass ich beweisen kann, dass ich bei euch war. Aber ich habe euch doch schon den Apfel der Wahrheit gegeben. Ich will euch auch die Gabe der Poesie und der Prophetie geben. Ihr werdet ein reicher Mann sein, Thomas, sagte die Königin der Feen, drehte sich um und stieg auf ihr Pferd und ritt davon. Thomas ging nach Haus. 7 Jahre waren vergangen, 7 seiner Jahre. Die Leute erkannten ihn zögerlich wieder und sie wollten Antworten, sie wollten schlüssige Antworten, sie wollten wissen, wo er war und sie bekamen Antworten. Thomas' Prophezeiungen waren bald überall in Schottland und darüber hinaus bekannt. Er sagte viele Dinge voraus. Und er verfasste seine Weissagungen in Versen. Er hatte ja die Gabe der Poesie. Er wurde ein reicher Mann. Aber seine Heimat, Elston in Berwickshire, seiner Heimat blieb er treu. Er ließ dort einen Turm für sich bauen. Er baute sich einen Turm, hat seine Wohnung und lebte dort abgeschieden. Lebte dort. Arbeitete, dichtete. Man sagt, eines Tages, eines besonderen Tages, kam jemand zu ihm und brachte Nachricht. Eine weiße Hirschkuh würde draußen vor den Mauern seines Turmes stehen und ganz ohne Scheu sein. Und Thomas wusste, dass das ein Zeichen der Feenkönigin war. Und er ging hin zu der weißen Hirschkuh. Die drehte sich um und trabte in Richtung Wald und Thomas hinterher. Seither ward er nicht mehr gesehen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Thank you.